Das war Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop. Jede Gemeinschaft, jede Familie, jede Clique und jedes Team. Alle haben ihre ganz eigenen Rituale. Gemeint sind damit Handlungen, die immer gleich ablaufen. Zum Beispiel zu den gleichen Zeiten. Morgens, in der Pause, abends, im Frühling, zu Ostern, an Weihnachten und meistens an den gleichen Orten und unter den gleichen Bedingungen. Am Küchentisch bei Oma und Opa oder dort, wo man sich zum ersten Mal geküsst hat. Freilich bei Vollmond. Manchmal sogar mit dem gleichen Zubehör, den gleichen, ich nenn's mal Requisiten. Denkt nur jetzt an die Weihnachtszeit. Bei wem gehört der Adventskranz einfach dazu? Oder an Heiligabend dann der Christbaum, das Glöckchen oder das Weihnachtsessen? Jedes Jahr dasselbe? Die Gans mit Rotkraut und Knödeln oder das geräucherte Fleisch mit Acker- und Kartoffelsalat? Wie wichtig solche festen Rituale sind, bemerkt man oftmals erst dann, wenn man sie aus welchen Gründen auch immer nicht durchführen kann oder sich nicht an sie hält. Also ich weiß noch, wie irritiert meine Familie damals gewesen ist, als ich gefragt habe, ob wir das traditionelle Treffen der Familienangehörigen vom 1. auf den 2. Weihnachtstag verschieben könnten. Wohlgemerkt, ich hatte nicht 2 Tage davor gefragt und auch nicht eine Woche davor, sondern im Oktober. Und zwar Anfang Oktober. Die Reaktion meiner Familie: Haben wir dir was getan? Rituale sind also mehr als nur Gewohnheiten. Rituale folgen immer einem übergeordneten Sinn. Sie schaffen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Rituale geben Struktur und Orientierung in einer komplexen Welt. Sie helfen dabei, sich in ungewohnten, zum Teil hochemotionalen Situationen zurechtzufinden. Und sie gestalten Übergänge, wie zum Beispiel das Ritual der Rauhnächte. Rituale, sie erleichtern den Umgang mit den kleinen, aber auch großen Umbruchphasen des Lebens. Denkt mal nur an die Geburt eines Kindes oder an Hochzeiten oder an den Tod. Jede Kultur und auch jede Familie hat da ganz eigene Bräuche und Rituale, wie diese Übergänge gestaltet werden. Ein Ritual, was viele Jahre in Vergessenheit geraten war, aber in den letzten Jahren ein richtig gehendes Revival erfährt, ist das Ritual der Rauhnächte. Die Rauhnächte, das sind die Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Habt ihr euch noch nie gefragt, warum wir diese Zeit zwischen den Jahren nennen? Vermutlich, so sagen die Forscher, ist der Ursprung dieser Bezeichnung im germanischen Mondjahr zu finden. Ein Mondjahr bestand damals aus 12 Monaten und hatte dadurch lediglich 354 Tage. Die Differenz, also die fehlenden 11 Tage und 12 Nächte zum heutigen Sonnenkalender mit 365 Tagen, wurde von früheren Völkern einfach zack eingeschoben, um den Zeitunterschied auszugleichen. Aber eigentlich existieren sie offiziell gar nicht. Und so waren es für die Menschen Tage außerhalb der Zeit oder anders gesagt zwischen den Jahren. Logo, dass sich so etwas für die damalige Zeit unheimlich angefühlt hat und dass man deswegen drohendes Unheil fürchtete und dieses irgendwie abwehren wollte. Nämlich mit Ritualen wie zum Beispiel dem Schutzräuchern der Wohnungen und Häuser. Diese Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, das sind die sogenannten Rauhnächte. Traditionell waren sie eine Zeit der Stille, verbunden mit einer Rückschau auf das alte Jahr und einer Vorschau auf das kommende. Und genau hier liegt meiner Meinung nach der Grund, warum sie wieder an Bedeutung gewinnen. Sie schenken die Möglichkeit, in dieser schnelllebigen und unsicheren Zeit bewusst innezuhalten und sich zu fragen, wie man sein Leben leben möchte. Zum Jahresende häufen sich wieder die Feiertage. Feiertage, die mit verschiedenen und zum Teil sehr alten Ritualen und Bräuchen verbunden sind, die bis heute Tradition haben, die sich aber auch an die neuen Zeiten irgendwie angepasst haben und anpassen mussten. Die Globalisierung und die Digitalisierung machen auch hiervor keinen Halt. Ich selbst liebe die Zeit der Rauhnächte und biete auch selbst 2 Kurse dazu an. Allerdings angepasst an die
heutige Zeit. Beide Kurse sind zum Beispiel rein online basiert und können daher zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt durchgeführt werden. Beide Kurse verzichten auf Esoterik und auch auf das traditionelle Räuchern. Okay, ich geb's zu. Das liegt unter anderem daran, dass ich persönlich die Räuchergerüche überhaupt nicht mag. Bei mir findet das Räuchern als mentale Leistung statt, quasi Kraft meiner Gedanken. Der eine Kurs folgt dem heutigen Status quo vieler Menschen. Einerseits wollen sie qualitativen Tiefgang, haben aber andererseits dafür nur wenig Zeit. Deswegen habe ich den Kurs als Rauhnächte to go konzipiert. Der andere Kurs folgt dem Bedürfnis der Menschen, die mehr Substanz haben wollen und den Dingen auf die Spur gehen wollen. Und zwar ohne sich gleich in die Begleitung eines Coaches oder Psychologen zu begeben. Für diese Menschen habe ich den Online-Kurs Rauhnächte systemisch erstellt. Er beinhaltet meine komplette Expertise als Diplompsychologin. Und genau so verändern sich Rituale. Sie entwickeln sich weiter durch die Bedürfnisse der Menschen. Und das ohne ihren Kern zu verleugnen. Wenn ihr wollt, dann schaut mal auf www.dietanjaköhler.de. Dort findet ihr die genauen Beschreibungen. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal von den Rauhnächten gehört habe, habe ich für mich gedacht, was für ein esoterischer Krams. Heute sehe ich das komplett anders und weiß, dass die Rauhnächte alles andere als Humbug sind. Wie sage ich immer so schön, die Rauhnächte sind eine wundervolle Einladung für ein Rendezvous mit uns selbst. Eine Einladung für etwas Zeit zum Innehalten und zum Nachdenken, was uns wichtig ist und wie wir unser Leben gestalten möchten. In meinem Fall Mama Taxi, organisierende Tochter, engagierte Unternehmerin, zuhörende Freundin und. Fakt ist, in den zahlreichen Rollen, in denen wir Tag ein, Tag aus unterwegs sind, kann man schon mal sich selbst aus den Augen verlieren. Vielen von euch geht es da ähnlich wie mir. Auch ihr fragt euch sicherlich häufig am Abend, wo nur der Tag geblieben ist. Und ihr stellt sicherlich auch fest, dass es mal wieder keinen wirklichen Platz für euch und eure Bedürfnisse gegeben hat. Und genau daran lässt es sich gut in der Zeit der Rauhnächte arbeiten. Und nicht nur durch einen Neujahrsvorsatz in der Silvesternacht à la nächstes Jahr mache ich mehr für mich, sondern 12 Tage lang. Oder besser gesagt, Rauhnächte lang am Ball bleibend. Es ist die Ruhe in diesem Ritual, die Begegnungen mit uns selbst ermöglichen und uns Antworten zuruft. Antworten auf Fragen wie möchte ich das kommende Jahr gestalten? Was ist mir wichtig und von was möchte ich mich lösen? Das war Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.